Und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ja, heute zeige ich euch sozusagen eine kleine, schnelle, automatische Farm, die wir in Vanilla wieder Minecraft zeigen. Denn viele fragen sich, was kann ich denn in Vanilla tun? Welche Maschinen kann ich sozusagen automatisieren? Und habe im Laufe der Zeit ein paar Maschinen aufgebaut. In der Zeit sind es erstmal 4 Stück. Es werden noch ein paar Folgen, aber erstmal so 4, die hier rumstehen. Die werden aber alle nacheinander vorgestellt und ich werde im Anschluss immer sozusagen einen Aufbau starten und euch den das Grundprinzip zeigen und dazu vielleicht etwas erklären. Aber was wir erstmal tun, sind erstmal hier ein paar Sachen aus der Truhe rauszunehmen. Hier unten seht ihr, was wir alles brauchen. Das nehmen wir gleich raus, denn im Kreativmodus ist es ein bisschen einfacher zu bauen, als wenn ich jetzt sozusagen abzählen müsste, was ich alles brauche. So, um jetzt diese Maschine zu starten, haben wir hier 3 Spender, die ich schon vorab mit Knochenmehl befüllt habe. So, jetzt will man natürlich Essen haben und hat massig von diesem Knochenmehl und möchte jetzt nicht sozusagen so eine Farm aufstarten und muss natürlich wieder alles anpflanzen bei einer Standardfarm mit Pistons. Deswegen habe ich dieses erfunden. Das erfolgt mit einem Bugswitch, der hier hinten angebracht ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Samen anbringen, dann dauert das ein paar Sekunden und das ganze Knochenmehl, was hier drin ist, befeuert das Getreide und man hält dann seine Samen wieder und Weizen. Natürlich funktioniert das auch mit Kartoffeln in dem Sinne. Das heißt, man hat sozusagen unendlich Kartoffeln, bis Knochenmehl Ende ist. Und mit Karotten funktioniert dies natürlich auch. Da können wir so lange machen, wie gesagt, bis das Knochenmehl alle ist. So, jetzt seht ihr auch, manchmal passiert es, dass hier Knochenmehl in manchen Spendern mehr ist. Das ist dadurch, dass manchmal die Karotten, Kartoffeln oder die Weizen halt nur 2 Knochenmehl brauchen anstatt 3. Das heißt, man müsste nachher im Nachhinein die ganzen Spender wieder richtig auffüllen. Das heißt, man macht einfach sein Knochenmehl geteilt durch 3, verteilt das einmal hier großzügig hier rein und dann kann man natürlich schauen, was so nachher im Nachhinein alles übrig bleibt. Das heißt, wie man sieht hier, wenn wir jetzt hier ein bisschen mehr reintun, haben wir immer noch mehr hier drin, denn der braucht anscheinend immer dann nur ab und zu 2, 3 Knochenmehl. So erhält man dann natürlich viel Nahrung, müssen wir das natürlich nur noch brennen bzw. craften durch Weizenbrote oder direkt die Karotten essen. Ja, um den kleinen Aufbau zu starten, nehme ich mal hier gleich alles raus. Da brauchen wir auch gar nicht viel. Wie man sieht, die ist sehr kompakt gebaut, deswegen werde ich die jetzt auch hier direkt daneben aufbauen. Dann machen wir das mal hier. Zuerst müssen wir 2 nach unten graben und dann noch ein 2x3 Feld nach hier hinten raus. Hier hin. Und müssen hier in der Ecke einen Block setzen, wo wir nachher die Redstone-Leitung nach unten verlegen. Ich habe immer gern Wolle, denn da sieht man direkt drauf, wo das Redstone ist. Nun setzen wir jetzt hier einen Piston hin, daneben eine Fackel. Und was mir jetzt fehlt, das ist, sehe ich gerade, ist ein Wassereimer. An den habe ich schon und mir fehlt aber Erde. Erde, 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 da ist es. So, da setzen wir direkt die Erde drauf und machen sozusagen jetzt den Raum, wo das Wasser, wo der Wasser reinkommt, und zwar hier. Da tun wir gleich rein. Nun folgt jetzt die Anreihe der Spender. Einmal links, rechts und einmal oben. Dazu machen wir einfach hier paar Blöcke hin und kloppen die dann im Nachhinein hier weg. So, um jetzt den Bugswitch sozusagen zu aktivieren, setzen wir ein Pisten hier hin, ein Sticky Pisten, setzen darunter eine Fackel und ein Block. Nun müssen wir natürlich jetzt alles nur noch verkabeln. Das geht auch relativ schnell, wie man das sieht. Hier sozusagen ein 2x2 Feld hier drauf setzen. Ein 2x1 Feld ist das, sorry. Ein Block hierhin. Und das wäre schon. Jetzt müssen wir nur noch verkabeln. Und das wäre es dann sozusagen schon. Dann hätten wir den Bugswitch sozusagen erledigt. Nun tun wir hier 3 Redstone an dieser Stelle. Den Block brauchen wir nicht. Eine Redstone-Fackel hierhin. Einmal Redstone dahin. Nun noch die Spenden aktivieren. Einmal hier runter. Komplett nach unten hin. Und nun müssen wir hier einmal ein Repeater noch hinsetzen. Und schon ist sozusagen die Anlage fertig. Jetzt ist das so, jetzt ist der Bugswitch einmal aktiviert worden.
Und der Pisten ist unten. Wie man sehen kann, ist der Pisten aber hier oben. Um das zu vermeiden, weil ich vorher hätte Wasser reinkippen müssen, kippen wir das Wasser jetzt rein. Und schon ist es aktiviert. Jetzt holen wir mal schnell die Materialien raus. Ich tue es mal hier eben so rein. Blub, 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 blub. Holen uns hier ein paar Samen, ein paar Kartoffeln und so was. Nehmen uns hier ein bisschen Knochenmehl raus. Damit ich euch zeigen kann, dass das auch funktioniert. Brauchen wir aber noch ein Ackerland hier. Das aktivieren wir so. Tun jeweils in die Spender das Knochenmehl. Und nun können wir sozusagen hier einfach loslegen. Und haben sozusagen unendlich Essen. Das, wie gesagt, das funktionierte mit jedem anbaubaren Item. Außer Kürbis und Melonen. Die sind ja auf einer Zweierbreite. Und dann funktioniert das nicht. Ich würde sagen, wir haben das sozusagen abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kleine, schnelle, automatische Farm, wo man sich eigentlich nur hinstellen muss und rigoros seine Essen ermöglichen kann, beziehungsweise seine Essenvorräte auffüllen kann. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin, euer Flash Total P und tschüssen!